Wir beginnen direkt mal mit dem ersten Punkt. Warum braucht gerade Frau einen Plan? So habe ich es mal genannt. Denn das hatte ich ja jetzt eingangs schon gesagt. Es geht mir hier nicht darum, zu verneinen, dass auch Männer eine Finanzplanung oder irgendeine Art von Plan für ihre Finanzen benötigen. Es geht mir aber darum, zu sensibilisieren, warum es für Frauen ganz besonders wichtig ist. Insofern gehen wir direkt mal rein. Eigentlich könnte es ja ganz einfach sein. Man hat heute irgendeinen Startpunkt. Und man hat irgendein Ziel. Das kann ganz verschiedene Nuancen haben. Es kann sehr konkret sein, wie ein Hauskauf. Es kann etwas abstrakter sein, je nachdem, wie alt man ist, das Thema Ruhestand, Finanzierung gewisser Themen im Ruhestand. Oder es kann noch etwas abstrakter sein, wenn man es so formulieren möchte. Und es kann beispielsweise einfach darum gehen, Vermögen zu erhalten. Ja, das heißt also wirklich sehr, sehr auf einer übergeordneten Ebene zu agieren. Es ist natürlich auch durchaus möglich, dass sich Ziele ergänzen, beziehungsweise je nachdem, wie jung man ist, man einzelne Etappenziele hat. Aber im Grunde könnte es ja ganz einfach sein. Das Problem ist einfach nur, häufig kommt zwischen Start und Ziel das Leben dazwischen. Und dann verläuft man sich und kommt irgendwo ganz anders raus. Ich habe hier mal so die Dauerbrenner aufgeschrieben. Sicherlich kennen Sie auch einige davon. Man hat eine super Anlagestrategie, man hat sich vielleicht ein Depot zusammengestellt, von dem ist man super überzeugt. Dann liest man plötzlich in den Nachrichten Neuigkeiten zu verschiedenen Themen, sieht vielleicht die Marktentwicklung. Gerade hier auf Cashkurs hat man ja auch die Möglichkeit, wirklich tagtäglich sehr, sehr viele Informationen zu bekommen und lässt sich dadurch vielleicht auch hin und wieder mal verunsichern oder doch darüber nachdenken, ob die eigene Entscheidung so gut war. Es können aber auch Lebensereignisse sein, Emotionen, die hineinkommen, also verschiedenste Faktoren, die eben einfach dazu führen, dass man doch nicht ganz so gerade auf dem Weg läuft, wie man es vielleicht ursprünglich mal gedacht hätte. Das gilt grundsätzlich erstmal für Mann und Frau. Beide stehen vor dieser Herausforderung, eigentlich einen Start und einen Zielpunkt zu haben und sollten sich eben einen konkreten Plan aufschreiben, wie sie diesen Weg gehen möchten, um sich genau von solchen genannten Punkten nicht verunsichern zu lassen. Warum ist es jetzt ganz besonders für Frauen wichtig, sich einen solchen Plan zu machen und nicht einfach zu sagen, naja, das wird schon irgendwie klappen, ich überlasse meine Finanzen jetzt mal ganz plastisch gesprochen einfach dem Zufall und am Ende gucke ich mal, was rauskommt? Da habe ich Ihnen mal die wichtigsten Sachen mitgebracht. Ganz großes Stichwort war jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit gerade mal wieder ziemlich stark in der Presse, dieses Thema Gender Pay Gap. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, nach wie vor besteht eben einfach eine Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen während des Erwerbslebens. Dies aktuell liegt die etwa bei 21%, bezogen auf den gesamten Durchschnitt. Mit fallender Tendenz, erfreulicherweise. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass es sich dabei insbesondere um die, ich sag mal, etwas schlechter bezahlten, vielleicht auch mit geringerer Ausbildung verbundenen Berufe handelt. Dem ist in der größeren Menge auch so. Allerdings ist es tatsächlich auch noch in Berufen mit deutlich höherer Qualifikation nach wie vor so, dass die Gender Pay Gap immer noch 7% beträgt. Das heißt, wir haben schon während des Erwerbslebens einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der sich einfach darin manifestiert, dass aufgrund des Geschlechts ein geringeres Einkommen besteht. So, wenn ich mich jetzt auf den Ruhestand beziehe, dann gibt es die sogenannte Gender Pension Gap. Das ist dann definitionsgemäß die Lücke zwischen den Alterssicherungseinkommen. Das heißt, es ist die Gesamtsumme all dessen, was ein Mensch im Alter so bekommt. Ich habe mal die größten Dauerbrenner natürlich aufgeschrieben, gesetzliche Rente, Zahlungen aus der betrieblichen Altersversorgung, eventuell private Vorsorgezahlungen, all das wird hier berücksichtigt. Das heißt, alles das, was ich während des Ruhestands an Einkommen generiere. Interessanterweise liegt diese Gender Pension Gap bei 43%. Das heißt also doppelt, mehr als doppelt so groß, wie die Lücke während des Erwerbslebens ausfällt. Warum ist das so? Naja, es liegt daran, dass es eben eine
Kumulation verschiedener Faktoren gibt, die dann letzten Endes dazu führen, dass man in der Ruhestandsphase einen Unterschied hat zwischen Männern und Frauen, der so deutlich ausfällt. Zum einen dieses Thema, was wir eben schon gesagt hatten, Frauen sammeln während des Arbeitslebens einfach schlicht und ergreifend schon mal weniger Rentenpunkte, weil sie eben einfach weniger verdienen im Durchschnitt, haben vielleicht aber auch einfach weniger, was sie privat vorsorgen können, weil sie weniger verdienen. Dann natürlich dieses Thema niedrigere Erwerbsbeteiligung, hohe Teilzeitraten. Na klar, Frauen naturgemäß kriegen eben einfach auch Kinder. Ja, das heißt also, man hat hier eben einfach eine nicht ganz so lineare Erwerbsbiografie wie bei einem Mann. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass pflegenahe Angehörige oder solche Themen einfach dazu führen, dass man hier zu dieser großen Lücke kommt, denn es fehlen einfach Entgeltpunkte, es fehlt die Möglichkeit, während des Erwerbslebens privat vorzusorgen. Und ein ganz großer Punkt, man hat das ja von Regierungsseite so ein bisschen versucht, indem man die Minijobs auch in die Rentenversicherungspflicht zumindest auf Wahl gebracht hat, aber auch das ändert nicht wirklich etwas daran, dass einfach viele Frauen in diesem Thema geringfügige Beschäftigung arbeiten und dort einfach dieses Thema Rentenversicherungspflicht nicht vorhanden ist. Ein wichtiger weiterer Punkt, gerade in den USA im Moment ein ganz großes Thema, die Gender Pension Gap wird auch ganz extrem verschlimmert, je später eine Scheidung stattfindet im Leben. Ja, das heißt also, nach wie vor ist es so, dass einfach die Frauen die größeren Leidtragenden sind bei Scheidungen und je später diese Scheidung stattfindet, desto stärker ist auch das Maß der Altersarmut, wie es die Amerikaner berechnen, auf der Seite der Frau. Dazu komme ich auch nachher nochmal, das soll ja unter anderem auch ein Thema heute Abend sein, nicht nur, was kann ich mit meiner Kapitalanlage tun, sondern welche Faktoren kann ich noch berücksichtigen, um mich einfach auf ganzer Linie abzusichern. Ein weiterer Punkt, auch dazu kommen wir nachher nochmal im Detail. Statistisch gesehen ist es einfach so, dass der Ehemann kürzer lebt als die Ehefrau, dementsprechend auch da durch Liquiditätsabfluss, insbesondere bei Tod des Ehepartners, des Ehemanns, Liquiditätsabfluss an die Kinder oder an sonstige Erben kann auf Seiten der Frau durchaus dazu führen, dass im Ruhestand Geld fehlt, was man vielleicht sogar in der Ruhestandsplanung gar nicht gesehen hat, weil man einfach erstmal davon ausgegangen ist, dass beide ja ganz normal leben und man in der Ruhestandsplanung vielleicht gar nicht berücksichtigt hat, wie die statistischen Lebenserwartungen. Das soweit erstmal dazu, sozusagen als Sensibilisierung und Motivation zum Einstieg. Warum sollten wir Frauen uns eben ganz besonders gut darum kümmern und nicht eben einfach nur den Zufall entscheiden lassen, was mit unserem Geld passiert? Ein Mann ist keine Altersvorsorge, so habe ich es mal genannt. Grundsätzlich ist es eben so, dass natürlich der private Vermögensaufbau im Hinblick auf den Ruhestand sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, gerade für Frauen aufgrund der Gender Pension Gap nochmal viel, viel wichtiger als für den Mann. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich nicht dazu aufrufen möchte, dass sie sich jetzt von ihrem Mann abwenden und ihren gesamten Vermögensaufbau, ihre Finanzplanung, ihre Altersvorsorge alles separat nur für sich machen und mit ihm kein Wort darüber reden. Darum geht es natürlich nicht. Natürlich ist hier eine Abstimmung wichtig. Und in den meisten Fällen, das kann ich aus der Praxis sagen, erfolgt natürlich eine gemeinschaftliche Betrachtung und auch eine gemeinsame Strukturierung. Allerdings, darauf möchte ich an dieser Stelle das erste Mal hinweisen, hier geht es mir vor allem um Eigentumsverhältnisse. Die sollten in gar keinem Fall dem Zufall überlassen werden. Ja, es geht einfach darum, bitte legen Sie keine Gemeinschaftsdepots an und schmeißen Sie dort Ihr Geld zusammen, sondern jeder kann für sich ein Depot machen, jeder kann für sich dort sich um seine Kapitalanlage kümmern. Auch sollte man entsprechend, wenn weitere Altersvorsorgebestandteile hinzugenommen werden, da nicht einfach den Zufall entscheiden lassen, der diese abschließt, sondern man sollte sich schon genau überlegen, was macht Sinn und aus welchem Blickwinkel sind die dann abzusichern. Auch das Thema natürlich Kindererziehungszeiten und so weiter können alle entsprechend vertraglich geregelt und ausgeglichen werden. Das
Dazu komme ich auch nachher noch mal ganz konkret, wenn es dann um das Thema Ehe, Ehevertrag und so weiter geht. Denn das Bewusstsein über diese Gender Pension Gap kann ich ja nutzen, um mir durchaus heute schon entsprechende Ausgleiche zu generieren, beziehungsweise das aktiv anzugehen und zu sagen, okay, wenn ich eben Kindererziehungszeiten habe, dann werden die eben ausgeglichen oder das Ehepaar schließt eben noch was ab für die Frau, damit da eben ein Ausgleich stattfindet. Hier auch schon mal der erste Hinweis, das wird heute Abend noch sehr, sehr oft kommen, weil mir das eben einfach extrem häufig begegnet. Ehe bedeutet nicht, dass beiden alles gehört. Grundsätzlich sind Schenkungen unter Ehepartnern steuerlich auf jeden Fall begünstigt durch sehr hohe Freibeträge. Und Schenkungen können im Rahmen der Nachfolgeplanung auch sinnvoll sein. Sie sollten aber auch, genau wie alles andere, kein Zufallsprodukt sein, sondern sollten bewusst entstehen und im Optimalfall so geplant sein, dass sie am Ende nicht die ganze Ruhestandsplanung oder Anlageplanung torpedieren, kann man quasi fast schon sagen. Abschließend, es ist bequem, aber nicht empfehlenswert, dem Ehemann, dem Freund, dem Vater, auch gerne genommen, die Verantwortung zu überlassen. In keinem Fall ist ein Mann eine Altersvorsorge und das meine ich im Sinne von, ich kümmere mich selbst um nichts, sondern überlasse es ihm oder ich tue gar nichts und verlasse mich darauf, dass das Vermögen meines Mannes reicht. Wir leben im Jahr 2017. Ich weiß, das ist, wird immer besser und es ist auch keine verbreitete Herangehensweise mehr, aber es gibt sie doch eben immer noch und deswegen möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, die Beschäftigung mit den eigenen Finanzen bringt ein ganzes Stück an Selbstsicherheit und Eigenkontrolle mit sich. Und man hat eben doch dann alles selbst in der Hand und kann selbst entscheiden. Und trägt am Ende auch die Verantwortung dafür und hat nicht dieses Thema, dass man sich vielleicht dann hinstellt und sagt, warum hast du nicht das anders gemacht, warum hast du meine Kapitalanlage nicht in meinem Sinne geregelt. Vielleicht konnte der Mann das gar nicht, weil er gar nicht genau wusste, was eigentlich ihre Ziele sind, wie hoch ihre Risikobereitschaft ist, welche Faktoren eigentlich bei ihnen mit reinspielen, denn jede Frau, jeder Anleger generell hat ja eigene Komponenten, die bei so einer Herleitung der Strategie mit einfließen. Und deswegen sollte sich da grundsätzlich jeder selbst drum kümmern. Es sollte eine klare Trennung bestehen und dann ist das Ganze auch zielführend. So viel vielleicht erstmal zum Allgemeinen und zu den Hintergründen. Jetzt mal konkret, was ist denn vielleicht auch heute anders, dass es dazu führt, dass man sich als Frau damit beschäftigen sollte oder auch generell als Anleger stärker mit dem Thema Kapitalanlage, Altersvorsorge etc. beschäftigen sollte, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Grundsätzlich weiß ich ja, dass die Cashkurs-Community da sehr informiert ist, deswegen werde ich mich da auch auf die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht beschränken. Grundsätzlich ganz klar, das aktuelle Marktumfeld ist eben einfach eine höhere Voraussetzung für das Thema Vermögensaufbau, Vermögenserhalt, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Stichwort Niedrigzinsumfeld, EZB-Politik, dieses ganze Thema Anlagenotstand, was daraus sozusagen resultiert, das sind alles Themen, die machen das Thema Vermögensaufbau, Geldanlage, Altersvorsorge jetzt nicht gerade leichter. Rein zinsbasierter Vermögensaufbau, das ist Ihnen mit Sicherheit alles klar, da brauche ich nicht viel zu sagen, ist in einer Welt ohne Zinsen einfach nicht mehr möglich. Wir haben einen realen Vermögensverlust, der ist heute schon Fakt und dementsprechend muss man sich eben einfach damit beschäftigen und sein Geld zum Teil zumindest auch mal in risikoreichere Anlagen investieren. Und hier kommt eben genau der Faktor ins Spiel. Früher, so kennen Sie das vielleicht auch noch, so kenne ich das zum Teil auch, war das Thema Aktienanlage eigentlich etwas für Reiche. Ja, man hat sozusagen als normaler Sparer, als Otto-Normalverbraucher sein Geld auf dem Konto gehabt, hatte vielleicht hier und da mal noch ein bisschen Festgeld und klassische kapitalbildende Lebensversicherung und damit war man eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Dieses Thema wirklich Aktieninvestments war ganz oft so ein Aspekt, den man erst Personen mit höherem Vermögen vielleicht zugetraut hat oder
ja, letzten Endes hat man es einfach nicht gebraucht. Das ist heute ganz klar nicht mehr der Fall. Man muss einfach sagen, es ist heute gerade für den kleineren Anleger oder für die Leute, die nicht so ein großes Vermögen besitzen, geerbt haben, erarbeitet haben, wie auch immer, gerade da dringend notwendig, sich auch in risikoreichere Anlagen zu trauen, da man sonst gerade dieses Thema Vermögensaufbau im höheren Maße nicht mehr erzielen kann. Natürlich ganz wichtig, die Strategie, die man hier verfolgt, muss zur eigenen Risikobereitschaft passen. Es geht natürlich nicht, dass ich mein gesamtes Geld im Aktienmarkt investiere, wenn ich nicht bereit bin, auch die entsprechenden Schwankungen und möglichen Verlustrisiken zu tragen. Ich brauche einen entsprechenden Anlagehorizont, das ist auch völlig klar. Deswegen, so viel vielleicht schon nochmal vorab, ist es gerade wichtig, sich einen Plan zu machen, der diese Aspekte mit einbezieht und auf dem ich mich dann auch langhangeln kann, der mir die Sicherheit gibt und der dann gerade dafür sorgt, dass ich mich nicht, wie anfangs gezeigt, immer wieder von meinem ursprünglichen Pfad wegbewege. Denn das wissen wir auch, immer wieder rein in den Markt, raus aus dem Markt, immer wieder eine neue Altersvorsorge, das kostet letzten Endes Geld, ist nicht zielführend und kostet vor allem auch Nerven. Deswegen muss man sagen, einfach irgendwas machen ist nicht das richtige Vorgehen, aber das habe ich ja eben gerade auch gesagt, heutzutage nichts zu tun, das Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen oder auf dem Girokonto, das muss man sich definitiv leisten können. Ja, das heißt also gerade nichts tun und das Geld liegen lassen ist eigentlich heutzutage auf jeden Fall etwas für Leute mit viel Geld.